die Garage legen könnte? Nein, Lilo, natürlich nicht. Dann müssten wir nämlich die Garage abends sorgfältiger abschließen. Vorsicht, die Stufen. Mit einem Baby im Arm stolper ich schon. Wann war das? Wie alt ist denn das Baby? Höchstens 4 Wochen. Vor 10 Monaten. Da war ich doch in Kiel. Und da hinterlässt du gleich Spuren? Also, ich erkläre dir das heute Abend, wenn du nicht mehr so wütend bist. Heute Abend bin ich noch wütend. Warum hast du nichts gesagt? Versteh doch, Lilo, das hatte überhaupt nichts zu bedeuten. Ich dachte, wir sind ehrlich miteinander. Ja, aber doch nicht sofort. Du musst den richtigen Augenblick abwarten. Du wartest jetzt schon 10 Monate. Einmal habe ich was im falschen Augenblick gesagt. Und da hast du mir vorgeworfen, ich hätte kein Feeling fürs Timing. 3 Fälle in 10 Jahren. 3, von denen ich weiß. 3? Ist das so viel in 10 Jahren? Für dich nicht, Jean. Aber für mich. Lilo. Das lässt sich nicht einfach wegwischen, Jean. Mit einer Entschuldigung und Blumen und ein paar Scherzchen. Das hat Folgen für uns. Aber Lilo... Mach dich darauf gefasst, dass wir nächste Zeit ein bisschen auf Distanz gehen werden. Das ist das Mindeste, was ich mir ausbedinge. Alles Weitere wird sich finden. Tschüss, ihr Süßen. Ich muss zur Vorlesung. Hör mal, Michael. Treffen wir uns noch um 5 vor der alten Oper. Bei Gräber des Weinprobe, da können wir beim Rotwein... Danke, Vater. Aber ich bin mit Anni verabredet. In der alten Oper. Ach so. Naja, macht ja nichts. Dann sag mal einen schönen Gruß. Tschüss. Tschüss, Michael. Mach's gut, Mütterchen. Sei schön artig. Bis morgen früh. Ich meine, wenn ihr nicht sehr spät noch auf seid. Merkst du was? Anni. Jedes dritte Wort ist Anni. Und, ist doch ein prima Mädchen. Ich mag sie. Außerdem ist Jean dein bester Freund. Eher mein bester Feind. Findest du? Wie der sich bei der Eingemeindung verhalten hat. Ach, die war doch sowieso nicht aufzuhalten, das weißt du doch ganz genau. Und schließlich hast du durch ihn deine Arbeit beim Bauamt gefunden. Gute Atmosphäre, interessante Materie. Schlimm genug, dass ich ihm das zu verdanken habe. Und jetzt nimmt er mir meinen Sohn weg. Was? Ist dir das nicht klar? Anni, darum geht es doch gar nicht. Er braucht Michael als Nachfolger. Bis Michael sein Studium beendet hat, das dauert noch. Na eben, in 2, 3 Jahren ist er spruchreif. Jean schafft es irgendwann nicht mehr alleine und dann muss er Arbeit delegieren. Seine Firma wächst und wächst und wächst. Gönnst du es ihm nicht? Doch, Betty. Na siehst du. Aber manchmal wurmt es mich, dass er den Kies macht und ich bleibe immer Gehaltsempfänger. Was er mit der Mülldeponie vorhat. Bauen kann er da doch nicht. Er wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ja, aber was? Damit drückt er nicht raus. Er kennt alle Leute, zu jedem hat er einen Draht. Wenn das Bürgerhaus fertig ist, saniert er den Ortskern und wenn dann die Umgehungsstraße kommt, da hat er auch die Finger drin. Weiß man denn schon, wo die lang geht? Natürlich gibt es da Pläne. Ach, und die kennt er? Von mir erfährt er nichts. Ich gebe ihm keine Informationen weiter. Aber er schafft das auch allein. Und wenn es soweit ist, auch die Umgehungsstraße reißt er sich unter den Nagel. Lass ihn doch. Jean ist groß im Kommen. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Das stelle ich erst beim Wickeln fest. Wir haben bloß keine Windeln mehr im Haus. Ich besorge gleich welche. Puder und Creme und eine Wiege haben wir noch auf dem Dachboden. Und dann? Natürlich müssen wir die Polizei benachrichtigen. Vielleicht behalte ich es erst mal. Sein Kinderheim muss ja wohl nicht sein. Babynahrung brauchen wir auch. Ja, bringe ich mit. Nein, lass nur. Ich muss um 11 auf dem Flugplatz sein. Aber Luise kann das machen. Luise? Muss die das unbedingt wissen? Also verstecken können wir es auf die Dauer nicht vor ihr. Nein, ich meine ja nur, woher es kommt. Denkt er eine Geschichte aus, der Held? Ich rufe sie inzwischen. Da ist eine junge Frau, die sucht etwas in unserer Garage. Was? Was? Lilo! Was ist das denn? Hast du noch nie ein Baby gesehen? Oh, guten Morgen. Boris. Oh, um Gottes Willen.
Baby gefunden. Gott sei Dank. Boris, hab keine Angst, ich geb dich nicht weg. Ich hatte nur so eine Wut. Sind Sie die Mutter? Ja, ist mein Baby. Ihr braucht dich nicht zu sitzen. Ich kenne Sie nicht, Lilo. Da müsst ihr zu sehr modernen Methoden gegriffen haben. Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, Jean. Entschuldigen Sie, ich hatte mich in der Garage geirrt. Ich wollte Ihnen keine Unannehmlichkeiten machen. Ich war nur so durcheinander. Wo kommen Sie her? Aus Fritzlar. Nicht aus Kiel? Sie hat gesagt Fritzlar. Wer ist der Vater? Ein Kerl vom Fernsehen. Ach, Detlef Siegburg. Nur drei Häuser weiter. Da hat er jedenfalls gewohnt. Das hat er mir nicht alles versprochen, der Fernsehheini. Hat gesagt, ich wäre fotogen. Bringt mich zum Film, hat er gesagt. Pustekuchen. Kind hat er mir umgedreht. Siehst du, Lilo. Möchten Sie einen Tee oder lieber Kaffee? Kaffee. Bitte setzen Sie sich doch. Verheiratet ist er, zwei Kinder. Und auf einmal bin ich Luft für ihn. Ich habe ihn ins Büro geschrieben, habe ihn angerufen, aber er hat sich verleugnen lassen. Der hat eine gute Stellung beim Hessischen Rundfunk und will nicht zahlen. Haben Sie ihn mal im Fernsehen gesehen? Da wirkt er so sympathisch. Ja, also ich konnte ihn nie leiden. Vor zwei Wochen ist er hier weggezogen. Den Abfall von seiner Wohnung hat er bei mir auf die Baustelle gekippt. Als ich es gemerkt habe, war er schon weg. Sein Büro hat gesagt, er ist verreist. Er war immer zu Tisch oder verreist, wenn ich angerufen habe. Er war in London, Mailand oder Prag. Zuletzt kam ein Brief, da war er nach Diktat verreist. Weiß der Kuckuck, wo das liegt. Das Jugendamt wird seine Adresse schon ermitteln. Wir schaffen das auch alleine, was, Boris? Und Sie versprechen mir, dass Sie keine Dummheiten mehr machen? Ich mach keinen Blödsinn mehr, da können Sie sich drauf verlassen. Wir zwei bleiben zusammen. Gell, Boris? Aber ich glaube, wir haben jetzt genug gestört. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ja, alles Gute für Sie. Und Boris? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kein Kaffee mehr? Nein, danke, wir gehen jetzt. Ich bringe Sie raus. Danke, Luise. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dann siehst du, hast du mich zu Unrecht verdächtigt. In diesem Fall vielleicht. Aber dafür hast du versehentlich einen anderen aufgerührt. Du mich gleich mit dem Rücken an die Wand stellst, wie soll ich mich da wehren? Lilo. War da nicht ein Baby? Wir hatten bloß kurz eins zu Besuch. Und was wollte es hier? Es dachte, es wäre hier zu Hause. Aber es hatte sich bloß verlaufen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Ich heiße Erlemann, euer Bürgermeister sitzt in Frankfurt. Morgen. Darf ich Sie mit in die Stadt nehmen, Herr Erlemann? Gerne. Sie fahren jeden Morgen mit dem Bus. Mit Bus und U-Bahn. Fast hätte ich eben gesagt, guten Morgen, Herr Bürgermeister. Das höre ich noch oft. Das macht mir nichts aus. Jetzt nicht mehr. Das nehme ich Ihnen nicht ab, mein Lieber. Können Sie aber. Interessante Materie, geregelte Arbeitszeit. Ich habe mich verbessert. Dafür ist Wilsheim nun eingemeindet. Ja, manches hätte ich gerne noch geschafft. Die Umgehungsstraße zum Beispiel. Schauen Sie sich das an, jeden Morgen das Gleiche, die Laster. Noch dazu der Individualverkehr. Dabei gibt es Park und Ride. Warum steigen Sie eigentlich nicht um? Frankfurt hat einen sehr gut funktionierenden Verkehrsverbund. Jeder fährt mit dem eigenen Wagen. Da, es geht schon weiter. Morgen, Ali. Morgen, Chef. Na? Wann fliegen wir nach Marokko? Haben wir doch keine Zeit.
Wenn das Bürgerhaus fertig ist, dann hauen wir ab. Dann kommt neue Arbeit. Na und? Dafür haben wir unsere Leute. Meine Frau macht den Pilotenschein und dann schmeckt sie uns beide nach Casablanca. Mit einem Quell über Meer. Ach, Unsinn. Bis dahin haben wir schon eine zweimotorige. Sechssitzig mit Druckkabine. Da fliegen wir über dem Wetter. Wetter ist überall. Und Ali fährt uns mit dem Rover nach Marrakesch. Zu den Schlangenbeschwörern und Märchenerzählern. Djemalfna. Arme Leute, Chef. Harte Arbeit. In der Tuchfärberei. Viel Schmutz. Hier viel besser. Mensch, Shaw, ich brauch dich. Es gibt viel zu tun. Ja, warten wir es ab. Also, was gibt's? Kettnerbau hat dicht gemacht. Was denn? Kettner? Dabei war die Auftragslage gar nicht schlecht. Er hat sich übernommen. Reihenhäuser, nicht absetzbar. Dann wollte er sie vermieten. Die meisten stehen noch immer leer. Und jetzt ist die Frage, ob du den Laden kaufen willst oder nicht. Ach, natürlich will ich nicht, aber ich muss. Hm? Sonst kauft ihn Fischer und wir haben eine größere Konkurrenz am Hals als vorher. Hast du schon mit dem Konkursverwalter gesprochen? Mhm. Wir sollten uns den Laden ruhig mal ansehen. Ja, also, dann tun wir's. Na gut. Ich hab die Türklinke kaputt gemacht. Aber nein, die hat dein Vater schon mal repariert. Der muss sie aber halten. Das siehst du ja. So. Ich sehe dir gar nicht zu, wenn du arbeitest. Mhm. Was sind das für Steine? Das ist ein Ring mit einem Saphir und zwei Brillanten. Ein Brillant ist locker und ich mache ihn wieder fest. Musst du gar nicht zur Schule? Ich muss erst zur dritten. Spielst du Klavier? Nee, leider nicht. Wieso? Sonst könnte ich die Noten kopieren. Noten sind nämlich sehr teuer. Und wo würdest du das machen? In einer Firma. Da ist ein Kopierer, der ganz große Kopien macht, wegen der Bauzeichnung. Und Noten haben auch ein großes Format. Mhm. Eigentlich hätte ich doch zuerst in die Schule gemusst. Aber ich will nicht mehr hingehen. Wieso nicht? Alle sind gegen mich und hauen mich. Warum? Ich weiß nicht. Es macht ihnen Spaß, weil ich nicht zurückhaue. Ich hau lieber ab. Telefon, Herr Niemann. Und der Preis, was erwarten Sie? Darüber können wir uns gleich im Büro unterhalten. Entschuldigen Sie mich ein paar Minuten. Sie können sich ja inzwischen hier umsehen. Hm. Helmut, wenn wir die Aufträge übernehmen können, das muss natürlich gesichert sein. Und die Reihenhäuser? Wer sagt denn, dass wir die übernehmen müssen? Die bleiben bei der Bank, die Hypotheken gegeben hat. Sieh dich mal um, der Maschinenpark. Veraltet, unrentabel. Was sollen wir damit? Abstoßen! Den alten Kram kauft uns doch keiner ab. Das Zeug kriegen wir nie los. Ich hab da eine Idee. Einfach so, mitten auf der Straße? Und wie sah er aus? Fabelhaft. Cabrio, bügelfrei, Servolenkung. Ich meine nicht den Wagen, sondern den Mann. Ach so, auch fabelhaft. Scharf geschnittenes Gesicht, nach hinten gekämmte Haare, ganz hellblaue Augen. Helmut, kommst du mal hin? Entschuldige. Nein? Sieht nicht schlecht aus. Ich habe gerade mit Hamadi gesprochen. Mit wem? Hamadi Abdurrahman. Er war mein Assistent in Iskan. Als ich Baustellenleiter war, ist ein guter Mann. Und später hat er hier studiert und ist dann als Ingenieur wieder runtergegangen. Irgendwann hole ich den zu uns. Und? Ja, er glaubt, dass die Maschinen abzusetzen sind. Und zwar zu einem sehr interessanten Preis. Und wie kriegen wir sie da runter? Nach Marokko? Ich habe da neulich einen Herrn Termühlen kennengelernt. Er exportiert LKWs in den Nahen Osten und nach Nordafrika. Der nimmt uns das Zeug vom Kettner mit. Ich glaube, am liebsten würdest du mitfahren. Marokko. Das ist ein Land. Hamadi und ich werden einmal fast zusammen verdurstet. Sowas verbindet. Apropos, kennst du den? Kriechen zwei Verdurstende durch die Wüste, tagelang. Schließlich sagt der eine zu dem anderen, sag mal eine Frage. Hattest du nicht mal gesagt, du hast Wasser in den Knien? Sehr witzig. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so komisch. Aber der erste Schluck ist fantastisch. Tja,
Termühlen zahlt übrigens jedem Fahrer 3000 Piepen und den Rückflug. Und er sucht noch Leute. Wäre das nicht ein prima Job für Michael? Du sagst es. So kommt sie sehr schön rein. Hm. Ein bisschen viel Fahrt hat sie noch. Oh. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag, 11.26 Uhr. Festlandung! Ich habe mich für nächste Woche zur Prüfung angemeldet. Macht mir keine Schande. Der Dreiecksflug? Morgen. Das Wetter hält sich. Ihr findet nach Köln und Kassel. Hallo. Hallo, Andi. Hallo. So sind die alten Germanen gelandet. Kein Wunder, ich habe heute früh ein Kind gekriegt. Wie? Was? Nur vorübergehend. Das ist zu kompliziert zum Erzählen. So, Mädchen, jetzt zeig du mal, was du kannst. Das war eine gute Landung, Mami. Danke, Andi. Wie war's denn in der Schule? Schön. Wie war's? Nicht gefahren, Andi. Danke. Bis gleich. Prüfung. Er hat mich sehr gelobt. Hab ich gesehen. Du, ich geh nur noch mal kurz ins Büro. Ich bin gleich wieder da, ja? Mhm. Der Notar belehrt weiter die Beteiligten über die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben, insbesondere hinsichtlich des Kaufpreises und sonstiger Gegenleistungen. Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der beurkundeten Angaben. Die Niederschrift wurde vorgelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben. So, dann bitte ich Sie zu unterschreiben, meine Herren. Danke, meine Herren. Damit ist der Kaufvertrag gültig. Schau, jetzt kann ich dir ja sagen, dass du ein Idiot bist. Wieso? An der Durchgangsstraße. Wenn du da baust, oder zieht dir doch kein Mensch hin. Jedenfalls gibt's jetzt kein Zurück mehr, meine Herren. Nie unterschreibt dir, denke ich. Aber der unterschreibt. Du bist ganz schön eingefallen, Jean. Abwarten, Albrecht. Da hat oft drin gemacht heute oben bei mir. Kommen Sie auch? Leider, Herr Hinkel. Bedauere. Ich bin wieder... Oh, Entschuldigung. Tag, Frau Hinstein. Guten Tag, meine Herren. Tag, Frau Hinstein. Auch eine kühne Fliegerin. Wer ist denn nun weiter, meine Frau oder Sie? Ach, das wechselt. Heute war ich besser. Hauptsache, Sie sind vorsichtig. Bin ich. Entschuldigung, Wiederschauen. Wiederschauen. Haben Sie eigentlich gar keine Angst um Ihre Frau? Und doch, Herr Ziegler, immer. Haben Sie eine Ahnung? Guck mal, pass auf, sonst fahrt er noch mal einen Arsch ab. Was ist denn los, Andi? Komisch. Was ist komisch? Ich habe gejobbt, um den Führerschein machen zu können, in der Boutique. Und als Helferin bei Partys. Und das reicht immer noch. Und eben habe ich um Aufschub für die letzte Rate gebeten. Ja, und? Ja, das Geld war schon bezahlt. Ist doch prima. Nein, nichts ist prima. Wenn Jean das war, wenn er auch schon wieder weiß, dass ich den Führerschein mache, wenn er über alles informiert ist und bezahlt hat, dann bin ich stinksauer. Das sollte eine Überraschung sein. 40% Alkohol. Schwach, findest du nicht? Ja. Früher war mehr Alkohol im Schnaps. Verstehst du, wie man von 40% Alkohol 1,8 Promille kriegen kann? Nee. War nicht mit dem Waren. Hm. Notfalls kann ich ja nach Hause kriechen. Ne? Ich lach mich tot. Du, ob der Itstein das geglaubt hat, was ich ihm da vorgespielt habe. Ja, war ich nicht gut? Keine Nebenabrede. Ja, ja.
100.000 in bar wie abgemacht. Ja, und denk an die Steuern. Bin doch nicht blem-blem, Jean. Trotzdem möchte ich wissen, was du mit deinen Häusern an den Durchgangsstraß willst. Naja, na. Na, danke. Die Frau vom Itstein. Gar nicht übel, gell? Ja, die hat was. Mit wem? Man überhaupt nicht. Auf die fliegst du, gell? Ne, fliegen tut sie. Aber bei dir kennst du Lande. Aber Michael. Entschuldige. Wieso? War doch schön. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Aber ich. Das bedeutet, dass bei uns der Ernstfall eintritt. Ich fürchte auch. Hast du Angst davor? So ernst wird schon nicht werden. Sehr mäßig. Ja, bei den Seitenwind. Bei dir? Da spielt der Seitenwind nicht so eine Rolle. Er hat mich sehr gelobt. Der Fahrlehrer? Michael. Ja, das Wichtige. Soll ich dir helfen? Nein, danke. Ich bin gleich fertig. Können wir nicht selber den Dreck wegmachen? Hier wird gebaut, wenn im Betrieb ein paar Leute rumsitzen. Und Jean pfeift sie zurück, wenn er sie woanders braucht. Weißt du doch. Was macht denn Andi? Ich weiß nicht. Die Hausaufgaben habe ich auch noch nicht angesehen. Na, ich schau mal rauf zu ihm. Ach du Lilo, in der Fahrschule, die letzte Rate war bezahlt. Wenn das schon war... Was dann? Dann bin ich stinksauer. Ich wollte ihn überraschen, aber er muss immer alles wissen. Er kriegt alles raus. Unsinn, ich habe das Geld einbezahlt. Du bist doch knapp bei Kasse, oder? Danke, dann wird es ja doch noch eine Überraschung. Na, Schätzchen? Warst du mit Michael weg? Ja. Wie geht's dir? Der Aufsatz. Ich schaff das nicht. Lass mal sehen. Ich habe einen Agentenkoffer. Jetzt bin ich ein Agent, der unser Haus beschützt vor Einbrechern. Es ist ganz toll. Blöd, was? Nein, Andreas, das hast du gut gemacht. Ganz natürlich und interessant. Es sind nur ein paar Worte falsch geschrieben. Siehst du sicher viele. Ich schreibe immer alles falsch. Ach was, das kriegen wir schon hin. Das klappt nie. Pass auf. Koffer schreibt man mit 2 F. Haus und Einbrecher schreibt man groß und toll wird mit 2 L geschrieben. Siehst du, ich kann das nicht. Ist mir auch egal, wie es geschrieben wird. Ich vergesse es hier doch immer wieder. Aber beim Klavierunterricht, da merkst du dir doch auch alles. Noten, ja. Aber die Schule, das packe ich einfach nicht. Aber Andi... Das ist kein Witz. Residenz. Ganz schön hochtrabend. Dieser Jean. Aber diesmal übernimmt er sich. Kennst du ihn? Manchmal schon. Nein, natürlich nicht. Aber wer will hier schon wohnen? Ich weiß nicht, Friedrich, wenn die Umgehungsstraße kommt. Ach, das kann Jahre dauern. Dafür haben wir keine Mittel. Inzwischen stehen die Häuser leer und kosten Geld. Jean hat immer Glück. Immer bestimmt nicht. Thank you.
Man weiß nicht wo. Schon gut. Na klar, ich komme. Was? Wie sagst du? Ja, natürlich. Gleich zu Jean und Lilo. Möchtest du etwas essen? Oh ja, gern. Dann klappen wir mal den Tisch herunter. Ich weiß, wie es geht. Ich war schon auf Gran Canaria. Mhm. Die junge Dame auch? Ja, bitte. Danke. Guten Appetit. Möchtest du hier essen oder bei deinen Eltern? Bei meinen Eltern? Das geht gar nicht, die sind zu Hause. Fliegst du denn ganz allein, ohne eine Tante oder eine Oma? Nein, ich fliege allein. Ist hier immer so viel Platz? Mal so, ich weiß nicht. Ist ja auch erst mein vierter Flug. Wenn ich Stewardess die weißen Karten einsammelt, hilfst du mir beim Ausfüllen? Ich bin nicht gut in der Schule. Ich mache beim Schreiben schlimme Fehler. Hab keine Angst. Du gibst mir deinen Pass. Wir füllen alles gemeinsam nach dem Essen aus, ja? Hm? Vielleicht ist er ja ganz in der Nähe bei Freunden oder Bekannten. In letzter Zeit war er öfter im Schmuckladen bei Frau Bukowski. Ich weiß. Aber da haben wir schon angerufen. Und bei Hinkels? Nein, bei Albrecht ist er auch nicht. Geht er nicht mehr hin, seit er gesehen hat, wie dort geschlachtet wird? Er hat Angst vor der Schule. Und immer alle gegen einen. Das hält dein Kind nicht aus. Herr Erlemann. Ja. Weiß man schon was? Nein. Danke, dass du gekommen bist. Habt ihr die Polizei verständigt? Nein, noch nicht. Meinst du, wir sollen? Das hat keinen Sinn vor dem Abend. Dann allerdings müssen wir sie einschalten. Aber erst dann. Woher wisst ihr denn? Er hat einen Zettel geschrieben und seine Goldfische mitgenommen. Hier. Tja. So, danach scheidet nach menschlichem Ermessen eine Entführung aus. Friedrich, um Gottes Willen. Was er sagt, ist vernünftig. Ich habe mir ein paar Nummern aufgeschrieben, die sollten wir anrufen, um nichts zu versäumen. Zentraler Verkehrsunfalldienst, Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund, Rettungsdienst. Du meinst... Hältst du für möglich, dass... Es ist nur Routine. Soll ich oder wollt ihr? Mach du's. Zwei? Ja. Bei Ziegler? Ja? Ja, ich gehöre zum Haus. Ja. 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 Warum sagt er denn immer nur ja? Psst. Wann? Ich verstehe. Morgen. Und mit welcher... Ja. Ja, er wird abgeholt. Darf ich mir Ihre Nummer notieren wegen eventueller Rückfragen? 51 und 52. Ja, vielen Dank inzwischen. Wiederhören. Ja, Friedrich, nur sag schon, was los ist. Ja, was ist? Er lebt und ist gesund und es geht ihm zweifellos gut. Was heißt gut? Wo ist er denn? Das kann man nicht so genau sagen. Andreas fliegt gerade nach Amerika. Hat ihn jemand? Niemand. Er ist unterwegs als blinder Passagier nach Dallas, nonstop. Da kann er natürlich nicht gut aussteigen. Oh. Sie haben ihn erst über den Atlantik entdeckt. Ja, und nun? Na, jetzt kann doch nichts mehr passieren. Ja, aber was weiter? Er kommt morgen früh zurück.
mit dem Flug Nummer 423 per Jumbo. 11.20 Uhr. Wie hat er denn das geschafft? Ich meine, er hat doch keinen Pass oder so. Sie wussten noch keine Einzelheiten. Sie haben die Nachricht gerade erst gekriegt. Über die Firmenfrequenz. Er wird total müde sein morgen früh, wenn er ankommt. Wir holen ihn zusammen ab. Nein, ich habe da eine Idee. Ich hole ihn. Du? Ja, mir gegenüber ist er weniger befangen. Ist doch besser. Er braucht sich nicht zu schämen. Ein dummer Jungenstreich. Da hast du ganz andere Dinge gedreht, Jean. Wirf ihm das nicht vor. Nein, wenn er nur wieder da ist. Vielleicht bin ich stolz auf ihn. Das zu wissen wäre wichtig für ihn. Er hatte ja einen Grund für die Reise. Wir sollten genau hören, was er sagt, was er empfunden hat. Das wäre mein Rat. Willst du uns einen Kaffee aufs gute Ende? Und Jean spendiert einen Cognac, den habe ich wirklich nötig. Morgen, Kinder. Hallo, Kekler. Hat Andi Sie geschickt? Schwänzer hat schon wieder? Ich möchte Andreas entschuldigen. Er war nämlich in Amerika und kommt erst heute zurück. Ich war schon mal in Amerika. Ciao. Ja, aber ihr wart in New York, hat mir Andreas erzählt. Er war in Dallas. Er muss erzählen. Ja, das macht er ganz bestimmt. Soll ich Ihnen für heute die Aufgaben geben? Nein, nein, er muss erst mal ausruhen. Frau Weidenschläger wird dafür Verständnis haben. Übrigens, kennt ihr den Witz, wie Philipp den Lehrer fragt, ob man für etwas bestraft werden kann, was man nicht getan hat? Nee. Bestraft werden für etwas, was man nicht getan hat, sagt der Lehrer. Nein, natürlich nicht, das wäre doch ungerecht. Spitze, sagt Philipp. Ich habe nämlich meine Aufgaben nicht gemacht. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Findet ihr es richtig, den Schwächsten unter euch immer zu piesacken? Das ist kein Kunststück und das ist auch nicht sehr mutig. Andreas hat euch doch nichts getan. Er möchte gerne einer von euch sein, so wie alle anderen. Das solltet ihr immer möglichen. Er ist manchmal so komisch und immer mit seiner Musik. Wenn ihr ihn mitmachen lasst, dann spielt er auch Fußball mit euch. Ich möchte an eure Fairness appellieren. Ihr könnt doch fair sein, oder? Ja, klar. Wenn ihr den Versuch macht, Andreas zu nehmen, wie er ist, und bei euch aufzunehmen, dann tue ich auch für euch, was ich kann. Ihr dürft mich beim Wort nehmen. Wo kann ich die Zigarette ausmachen? Auf dem Besuchertisch beim Chef. Hier raucht nämlich keiner mehr. Der Chef muss jeden Augenblick da sein. Nehmen Sie doch so lange den Büroplatz. Danke. Vielleicht dort drüben. Ah, da ist er schon. Entwirft er das selbst? Den Brunnen? Mhm. Ja, das ist sein Hobby. Er träumt davon, dass bei der Sanierung des Ortskerns ein Brunnen gesetzt wird. Schalen mit Wasser wie in Baden-Baden. Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Herr Mirot. Guten Tag. Tag, Herr Ziegler. Sind die Fahrdispositionen geschrieben? Klar, die Fahrer wissen Bescheid. Ich hänge noch eine Kopie an schwarze Breite. Okay, na dann. Packen Sie mal aus. Die Mülldeponie ist aufgefüllt in einer Höhe von circa 2 Metern. Ich weiß ja. Verdichtet und planiert ist das ganz schnell. Dann können wir mit den Tennisplätzen anfangen. Die Fundamente fürs Clubhaus müssen armiert werden. Mhm. Auf die Stelzen kommt eine Betonplatte. Haus in Holzkonstruktion, mit Isoliermaterial ausgefacht und verschalt. Heizung und Sanitärräume über der Erde, kein Keller. Hm. Haben Sie einen Voranschlag für die Baukosten? Ja, ich habe verschiedene Angebote eingeholt. 5 Plätze Rotkrant belaufen sich einschließlich der Markierung der Netze, der Einzäunung, der Wasserzuführung und der Sprenganlage auf ca. 260.000 Mark. Hm. Die gleiche Anlage in Kanada, TEN, mit besserer Drainage und Sprinklerautomatik, kostet ca. 60.000 bis 70.000 Mark mehr. Dann nehmen wir die. Es reduziert nämlich die Folgekosten und die Plätze trocknen nach dem Regen schneller ab. Auch das ist wichtig. Die Finanzierung steht? Ja, wir können anfangen. Ich verpachte das Objekt nach der Fertigstellung an den Club. Präsident wird der Bankmensch, der den Kredit vermittelt. Und die Absicherung erfolgt über Bürgschaftserklärungen der Mitglieder. Gut, dann lasse ich Sie jetzt allein. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Ja, Sie kriegen bis zum Wochenende Bescheid. Wir wollen keine Zeit verlieren. Vielen Dank, Herr Melbourne. Wiedersehen, Herr Ziegler. Du, ich wollte noch was Privates mit dir besprechen. Muss das jetzt sein? Du hast ja doch nie Zeit. Irgendwann muss es sein. Na. Also, dann schieß mal los. Hast du dich von der Konkurrenz abwerben müssen? Blödsinn. Ich wollte dir nur sagen, dass ich Urlaub machen möchte. Urlaub? Was ist denn das? Ausspannen, freimachen, erholen. Du bist verrückt. Hier geht's drunter und drüber. Ich habe 2 Jahre keinen Urlaub gehabt. Naja, eben. Da kommt's ja auf 1-2 Jährchen auch nicht mehr an. Doch, ich muss hier mal raus. Ich habe ein sehr günstiges Angebot nach Sri Lanka.
Was für ein Ding? Sri Lanka, Ceylon. Mensch, Helmut, 12 Stunden im Bumsbomber. Ich interessiere mich dafür. Alte Paläste, Buddha-Reliefs in den Fels gehauen, heilige Bäume, die 2200 Jahre alt sind. Mach dir keine Hoffnung, dass sie dich als Buddha nehmen. Dafür bist du zu dünn. Es ist mir ernst. Ja, das habe ich verstanden. Für mich ist das eine Katastrophe. Wir haben Hochbetrieb. Du, den haben wir immer. Ich komme auch zurück. Wie lange? 3 Wochen. 2. Sonst akklimatisierst du dich und setzt dich da unten fest. Und komm mir ja allein zurück. Vielleicht fällt dir was ab für dich. Ich sehe mich um. Okay. Bring mir was Hübsches mit. Michael, es hat geklappt. Gratuliere. Danke. Na, hier. Toll. Und im ersten Anlauf. Die stellen wir im Senckenberg-Museum aus. Ja, aber da gibt's doch nur Fossilien. Aber es ist genug Platz für die Leute, die dich bewundern wollen. Kein einziges Mal durchgefallen. Ja, unter 30 Fahrstunden. Herr Müller sagt, Lehrer und Pfarrer fahren am schlechtesten. Die brauchen 180 bis 190 Fahrstunden. Woher will der denn das wissen? Der pennt doch, wenn er neben seinen Fahrschülern sitzt. Ja, aber er kriegt alles mit. Ich glaube, durch die Augenlider. Ein bemerkenswerter Mann. Du, von seinem letzten Kurs hat ein junger Mann am Donnerstag einen Führerschein gemacht. Und am Sonntag hat er sich zu Tode gefahren. Dann wollen wir mal aufpassen, dass sowas nicht passiert. Bitte? Ich? Ich soll? Hast du einen Führerschein oder nicht? Danke, Michael. Andi wird Augen machen. Er kommt ja erst um 12:30. Da können wir noch eine ganze Weile üben. Na dann, schnallen Sie sich mal gut an, Herr Ahlemann. Familie hast du auch. Aber ich habe Zeit für Sie und kann abschalten. Was so tagsüber im Baureferat passiert, das ist in 5 Minuten erzählt. Hast du extra einen Urlaubstag genommen? Das vergesse ich dir nie. Ich kann nacharbeiten. Wir haben ja gleitende Arbeitszeit. Apropos, weißt du, was mit meiner Baugenehmigung für die Parkresidenz ist? Warum fragst du mich das? Dein Schild steht ja schon da. Naja, ein bisschen Werbung wird ja wohl erlaubt sein. Ich baue ja noch nicht. Wenn du deinen Antrag ordnungsgemäß gestellt hast, kriegst du irgendwann Bescheid. Ja gut, Friedrich, du sitzt doch an der Quelle. Vielleicht könntest du ein bisschen nachhelfen. Hast du mir die Stelle benannt, damit du einen Mann im Baureferat hast? Nein, natürlich nicht, aber du wirst doch mal eine kleine Information übrig haben. Ich mache keine krummen Dinger. Das weißt du sehr genau. Ich begünstige dich nicht, gerade dich nicht. Das weißt du doch aus der Zeit, als du noch Bürgermeister warst. Ja, ja, man kann es auch übertreiben. Ne? Achtung bitte, der Abholer des Kindes Andreas Ziegler wird zum Ausgang der Passkontrolle B gebeten. Der Abholer des Kindes Andreas Ziegler, bitte. So, ich werde mich erstmal um euren Sohn kümmern. Ihr wartet besser beim Wagen. Okay. Bist du allein, Onkel Friedrich? Was wäre dir lieber? Mit Mama und Papi. Sie sind beide mitgekommen, aber ich habe ihnen gesagt, sie sollen draußen beim Auto warten. Hat Papi geschimpft? Nein, überhaupt nicht. Schön, dass dir nichts passiert ist. Ich glaube, sie sind sehr, sehr froh, dass du wieder da bist. Mama hat sehr um dich gezittert. Aber jetzt ist alles wieder gut. Alles bei Dallas. Habe ich für Andi besorgt. Der arme Kerl hat doch von Dallas sicher gar nichts gesehen. Beeil dich. Andi ist sicher schon gelandet. Wir kommen zu spät nach Hause. Ist ja nur das Blinkerglas und ein bisschen Blech. Michael, jetzt bist du sauer. Unsinn, das gehört dazu. Ja, aber am ersten Tag und so unnötig. Das passiert jedem Mal. Umso besser jetzt, hast du es hinter dir. Fahr du weiter. Ich fahr nie mehr Auto. Unsinn, du fährst jetzt nach Hause. Nur so verkraftet man's.
Und lass dir Zeit. Ich hätte dich nicht hetzen sollen. Ist ja egal, wann wir ankommen, hm? Danke, Michael. Unsinn. Ja, aber die Reparatur bezahle ich. Das ist nicht nötig. Bald verdiene ich bombig. Womit? Hat dein Vater dir nichts gesagt? Er hat mir einen interessanten Job verschafft. Ich fahre einen LKW nach Marokko mit einem ganzen Konvoi. Die werden dort verkauft. Ich krieg 3000 Mark und den Rückflug. Wie findest du das, hm? Ist das nicht gefährlich? Ich hab doch schon LKW gefahren. Ja, aber die weite Strecke. Und nach Afrika. Vielleicht verirrt ihr euch in der Sahara. So weit kommen wir gar nicht. Es geht um Export. Gebrauchte Fahrzeuge. Der Mann macht das seit Jahren. Ein Herr Termühlen. Hoffentlich geht das gut. Aber Anni. Ich weiß nicht. Ich hab Angst. Prost. Er heißt Husseini. Yusuf Husseini. Bestimmt. Da heißen doch alle gleich. Mohammed und so weiter. Ja, was ist denn mit ihm? Es gibt Leute, die sagen, er hielt. Suchst einen Schuss? Bist bei mir in der falschen Adresse. Nee? Na, dann komm zur Sache. Gibt's noch einen aus? Zwei Kaffee, ein Weinbrand. Also, Hand aufs Herz. Finger aus der Hose. Hört sich nicht. Was steht an? Hast du nicht mehr? Da läuft nicht viel. Ist es der? Den habe ich schon mal gesehen, aber ob der dealt? Ich zahle 100 für eine einwandfreie Information. Bist du Schmiere? Nee, hast ja einen richtigen Anzug an. Hart wie der Zahn der Bisamratte. Es ist und bleibt die Morgenlatte. War wohl mal Opa, hm? Bist du auf dem Trip? Ja. Na gut, ich höre mich um. Krawattenhost. Es ist Mittagszeit. Wenn sich diese Lärmbelästigungen wiederholen, rufe ich die Polizei. Ja, richten Sie das Herrn Ziegler aus. Alles in Ordnung? Ja, genau im Plan. Wo ist Yusuf? Ach, haben wir heute Richard eingesetzt. Er ist sehr gut. Ich habe nicht gefragt, wie gut Richard ist. Ich habe gefragt, wo Yusuf ist. Nicht da, heute. Und wo ist er? Hat ein bisschen Ärger mit Polizei. Kann aber nichts passieren. Morgen sicher wieder raus. Weswegen? Wegen ist was mit Stoff. Hasch? Schlimme. Wir sehen uns um 6 in eurer Unterkunft. Alle! Ja. Er schläft noch immer. Möchtet ihr einen Kaffee? Ja, bitte. Gerne. Ich hätte mich noch mehr um seine Schulaufgaben kümmern müssen. Und du auch. Er sieht dich ja kaum. Angekommen, ich werde mir Mühe geben. Ja, gib dir Mühe. Für ihn wäre es gut. Übrigens, hat es geklappt? Was? Na, dein Führerschein. Das weißt du? Ach, und es sollte eine Überraschung werden. Wir wollten warten, bis Lilo ihren Pilotenschein hat.
Wir beide, total emanzipiert. Und nun weißt du schon, immer musst du alles rauskriegen. Also ich habe nichts verraten. Woher weißt du's? Wer hat's dir gesagt? Der Sohn deines Fahrlehrers ist Buchhalter in der Kiesfirma. Alle kennt er. Irgendwie alle. Sei nicht böse, Anni. Kann doch nichts dafür. Andi. Hier. Danke. Hast du Durst oder Hunger? Kein Hunger. Was zu trinken hätte ich gern. Ausgeschlafen? Müde und kann nicht richtig schlafen. Aber morgen geht wieder zur Schule. Papi hat sich bei Frau Weidenschläger entschuldigt. Ich war wirklich in Dallas. Bei der Landung habe ich, glaube ich, die Ewing Oil gesehen. Und dann war ich 3 Stunden wirklich da. Aber doch nur auf dem Flugplatz. Ja, das stimmt. Da war es ganz ähnlich wie in Frankfurt. Und du hast beim Flug keine Angst gehabt? Es war überhaupt nicht langweilig. Man konnte lesen und was trinken und aufs Meer runterschauen und ein Kino flog auch mit. Du, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Warum bist du weggelaufen? Haben wir einen Fehler gemacht? Die blöde Schwule. Wir haben dich doch alle so lieb. Papi hat überhaupt nicht geschimpft. Na siehst du. Ich wollte gar nicht nach Amerika. Ich bin mit dem Bus und der U-Bahn zum Bahnhof gefahren. Da bin ich umgestiegen. Es war kein Zug, es war die S-Bahn. Mhm. Das habe ich erst gemerkt, als ich am Flugplatz war. Da waren noch andere Kinder. Da bin ich einfach mitgegangen. Oh, du kannst morgen weiter erzählen. Versuch jetzt zu schlafen, Andi. Schlaf gut. Los, raus mit der Sprache. Was ist das für ein Zeug? Kokain oder Heroin? Ich kenne mich da nicht aus. Es handelt sich um Morphinbase. Ist nur ein Zwischenprodukt. Bestandteil von Opium. Weiter. Ist in Form von Kugeln oder Stäbchen. So wie Zigarren halt oder Brotform. Und? Was bringt das? Bringt 130 Mark. 4 Gramm, sagt Josef. So. Und wo haben Sie das Zeug gefunden? Im doppelten Boden von Koffer. Josef ist gestern zurückgekommen. Aber man hat ihn reingelegt. Er wusste nichts von doppeltem Boden. Es kann nicht sein Koffer gewesen sein. Ihr gottverdammten Idioten! Habt ihr das nötig bei mir? Ihr macht mir Scherereien, ihr und ich. Ich tue alles für euch. Das sind billige Chef. Was kannst du nicht sagen? Ist ungerecht. Ist wirklich ein prima Chef. Ich will dir mal was sagen. So billig seid ihr gar nicht. Ihr kostet mich eine ganze Menge. Ich hätte auch Jugos nehmen können, die machen mir nicht so viel Ärger wie ihr. Aber nein, ich nehme Marokkaner. Und warum? Weil ich euer Land mag. Weil ich da mal 2 Jahre gelebt habe und weil es wahrscheinlich die schönste Zeit meines Lebens war. Also, was ist mit Josef? Er kommt wieder raus, müssen Sie ihn freilassen. Wer ist noch beteiligt, du? Ich? Hab nicht mal gewusst bis heute. Wer war noch dabei? Du? Ist gar nichts gewusst. Wer sonst? Zeit. Zeit? Ich auch. Polizei merkt nicht. Es ist mir egal. Zeit fliegt sofort wieder nach Hause. Und wer noch damit zu tun hatte, auch. Käfer minerlen. Waila tutradun, efahimtum? Ja, der war ein prima Kerl. Aber ich kann mir keinen Skandal leisten, jedenfalls nicht in dieser Phase. Sonst schon? Du hast recht, natürlich nicht. Danke dir, dass du mich fährst. Das erspart mir einen Umweg.
Du bist sonst anderen Komfort gewöhnt. Oh, Ente bin ich früher auch gefahren. Zwar schon lange her, aber gar nicht so schlecht. Weißt du schon, was du machst nach dem Studium? Nein. Erst mal sehen. Kann sein, dass ich noch ein zweites Fach draufsattle. Tiefbau. Das hat Zukunft. Als Architekt und weiter nichts, so tust du dich schwer. Wer hat heute schon noch das Geld, um eine Villa zu bauen? Reihenhäuser von der Stange darfst du entwerfen, weiter nichts. Oder du sitzt in irgendeinem Büro von so einem Städteplaner. Aber wenn dir Büroarbeit nicht liegt, dann kannst du ja bei mir anfangen. Ich hätte gern studiert. Geohydrologie, das wäre mein Traumfach gewesen. Ich bin da übrigens einer Sache auf der Spur. Wir messen doch beim Ausheben jeder Baugrube die Bodentemperaturen. Und vom Flugzeug aus könnte man Infrarotaufnahmen machen. Infrarotaufnahmen? Wozu? Na, wenn die Bodentemperaturen höher liegen, dann muss es Thermalwasser geben. Ein Kurhotel mit Thermalwasserbadewannen mitten im alten Ort, wäre das nicht? Lilo hat's mit Bravour geschafft. Sie hat den Flieger gut behandelt und ist nie unsanft auf der Piste aufgeschlagen. Sie hat beim Landeanflug den Rhein-Main-Flughafen nie mit Wilsheim verwechselt. Aber das ist, weiß Gott, nicht einfach. Der Schein, das heißt noch lange nicht, dass man fliegen kann. Das Lernen beginnt erst jetzt in der Praxis. Und wenn sie die nächsten 2 Jahre keine Dummheit macht, kann sie eine ganz alte Pilotin werden. Gratuliere. Danke, ja. Danke für deine Geduld und alles. Tja, ich will versuchen, eine alte Fliegerin zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Gudrun ist hoffentlich die Nächste. Ich werde mir Mühe geben. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch, Mami. Danke, mein Schatz. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Toi, toi, toi. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jean! Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Na, ist das nicht das richtige Wetter für unseren ersten Flug? Ist der Besitzer zu Hause? Nein, aber geben Sie her. Haben Sie sie auch gefüttert? 3-mal täglich, wie es auf dem Zettel steht. Ich weiß nur nicht, welcher ist. Na, das ist Bommi, das ist Goldi und das ist Schuppi. Und das ist für Sie. Nötig. Vielen Dank. Danke Ihnen schön. Auf Wiedersehen. Der Junge wird sich noch persönlich bei Ihnen bedanken. Doch, ich weiß schon, wie wir Sie finden. Und was wird das, wenn es fertig ist? Das ist ein Spezialauftrag von Herrn Ziegler. Soll ich persönlich erledigen. Ich meine, was es wird. Das wird so eine Art Luftbefeuchter, damit die Luft nicht so trocken ist. Bei uns ist die Luft nicht trocken. Und außerdem kann man das Fenster aufmachen. Lilo, das machst du fabelhaft. Warte erst mal die Landung ab. Ach, die schaffst du auch. Das ist großartig. Autofahren ist schwerer, denk an Anni. Schön ist das, selber fliegen. Und wohin man will, gut, dass du dich aufgegeben hast. Das hätte ich mich nie getraut bei dem Mann. Jean? Ja? Hörst du nichts? Das ist ein Wasserrohrbruch. Nein, keine Angst, das kommt auf den Lautsprechern hinterm Bett. Das ist eine Idee von mir. Was für eine Idee, Jean? Helmut hat draußen am Brunnen ein Mikrofon installiert. Das Rauschen wird zu uns ins Schlafzimmer übertragen. Es beruhigt und schläfert ein. So, als ob wir im Engadin schlafen, neben meinem Bergbach. Dreh das leiser, Jean. Oder aus. Na, gefällt's dir nicht? Ich glaube, ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Ich sehe noch mal nach Andi. Jean! Ja? Komm her, sofort. Was ist denn? Hörst du nichts? Nein. Nein,
Jean? Nein, Lilo, ausgeschlossen, das ist nicht möglich, ich schwöre es dir. Geben Sie mal her. Ich bin Arzt, keine Angst. Der Kiefer ist in Ordnung. Aber wenn irgendetwas sein sollte, lassen Sie mich nur ja rufen. Na, schauen, da haben wir noch mal Glück gehabt. Also, ich hätte schwören können. Das ist mein Lieber. Na gut. Ach nee, morgen spielen. Der Film ist doch gleich zu Ende. Thank you.